herzlich willkommen zu einer neuen FIFA 16 Foot Draft Challenge. Ihr habt es euch einfach gewünscht. Unter jedem Video ist einfach in den Kommentaren gestanden, mach endlich mal wieder Foot Draft. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir heute eine Special Folge, in der wir einfach nur die Special Cards nehmen. Und wenn dann mal keine Special Card auftaucht, dann werden wir einfach den höchstbewertetsten Spieler nehmen. Und wenn mehrere Special Cards auftauchen, werden wir den Spieler nehmen, der uns am besten gefällt. Wir starten rein, natürlich zahlen wir hier wieder 15.000 Münzen und da kommen auch schon die Aufstellungen, die kann ich natürlich frei wählen. Das heißt, ich werde mir jetzt einfach die auswählen, die mir am besten gefällt und das ist eigentlich, ja, ich würde sagen die 442, die ist in diesem FIFA 16, also in FIFA 16 ist die einfach OP und deswegen schauen wir uns direkt die Kapitäne an und da bekommen wir, Messi können wir natürlich nicht nehmen, aber ich denke, Aubameyang ist auf jeden Fall eine gute Wahl und deswegen nehmen wir den in unser Squad. Von der Chemie her wird das am Ende natürlich nicht allzu gut ausschauen, aber wir schauen uns direkt den Keeper an und da bekommen wir leider keine Special Card und der höchstbewertetste Spieler auf dieser Seite ist Matthäus. Der Linksverteidiger in unserer Mannschaft wird auf jeden Fall ein Silberspieler und der höchstbewertetste ist hier natürlich, das sind hier vier Spieler, die mit einem 73er Rating angegeben sind und ich denke, Löwe hat eigentlich ganz geile Werte, aber er hier wäre nicht aus der BPL, okay, das ist die zweite Liga, er würde aus der BBVA kommen, aber ich denke, wir nehmen Löwe aus der zweiten Bundesliga. Schauen wir uns direkt den ersten Innenverteidiger an. Bis jetzt noch gar keine Special Card und jetzt bekommen wir wieder keine Special Card. Also es läuft anscheinend noch nicht ganz mit den Special Cards. Hier werden wir Matip nehmen. Natürlich hoffen wir jetzt auf einen Jerome Boateng Inform oder ähnliches und wir bekommen als zweiten Innenverteidiger Rakitski oder Zuma und ich denke Zuma ist auf jeden Fall eine bessere Wahl. Da haben wir den Franzosen in die Mannschaft gelotst und schauen uns direkt den rechten Verteidiger an und der wird Konko werden oder vielleicht auch Jung. Nein, es wird natürlich Isla oder Jung, denn die haben beide ein 77er Rating und ja, die passen beide nicht rein und deswegen nehmen wir Jung. Im linken Mittelfeld müssen wir jetzt Gomez nehmen, weil er die höchste Bewertung hat. Und wen bekommen wir im ZDM? Da bekommen wir auf jeden Fall Schneiderlin, Gonalo oder Krychowiak. Und Krychowiak würde ein bisschen reinpassen, Schneiderlin eigentlich überhaupt nicht und Gonalo auch nicht. Deswegen nehmen wir Krychowiak. Und dann schauen wir direkt rein, wen wir als zweiten ZDM-Spieler bekommen. Und das ist Pjanic Inform, der hat auf jeden Fall richtig geniale Werte. Für einen ZDM ist eigentlich eher ein ZM, aber im ZDM ist er auf jeden Fall auch nicht schlecht aufgehoben. Bis jetzt ist es noch nicht wirklich ein Draft-First-Special-Card. Wir haben erst drei Special-Cards, das ist eigentlich ziemlich schade, aber ich werde die Ersatzbank natürlich auch noch mit Special-Cards auffüllen und dann am Ende das ganze Team nur mit Special-Cards füllen. Schauen wir uns den vorletzten Spieler an und das ist der rechte Mittelfeldspieler und da bekommen wir Mares-Inform oder Mares-Inform oder Ferreira Carrasco. Der würde eigentlich nicht reinpassen und er auch nicht, aber ich habe gehört, dass das ein absolutes Biest ist und deswegen will ich den einfach mal austesten. Und dann schauen wir uns den letzten Spieler an und das ist der Stürmer und da bekommen wir, oh mein Gott, vier Informs und das sind richtig kranke Karten. Okay, da muss ich mich jetzt erstmal entscheiden zwischen Dybala oder Gervinho. Gervinho hat 3 Sterne-Skills, Dybala hat 4 Sterne-Skills und ich denke, wir nehmen einfach mal Dybala in unser Squad. So sieht die Mannschaft bis jetzt aus, wir haben 5 Special Cards. Eigentlich ist es echt kein schlechtes Team geworden, natürlich ist die Chemie wirklich zum Wegschmeißen, aber sonst sieht das Team nicht schlecht aus. Auf der Ersatzbank bekommen wir als höchstbewertetsten Spieler Begovic im Tor und deswegen müssen wir den natürlich auch ins Team einbauen. Schauen wir uns direkt den nächsten Spieler an und da bekommen wir Jefferson Inform. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Option und da er eine Special Card ist, wird er ausgewechselt für Löwe. Und dann schauen wir direkt rein, wen wir als nächsten Spieler bekommen und da bekommen wir Skrittel und der hat auf jeden Fall auch ein höheres Rating als Matip und kommt deswegen in die Mannschaft und bringt uns auch sogar richtig gut Chemie und wir schauen uns direkt den nächsten Spieler an, Wijnaldum Hero. Oh mein Gott, den muss ich einfach nehmen, Leute. Wijnaldum Hero kommt in unsere Mannschaft und auch gleich in die Startelf. Das sieht schon mal richtig nice auf jeden Fall. Ein Hero in der Mannschaft, das kann auf jeden Fall nie schaden. Und jetzt bekommen wir endlich mal wieder mehr Informs. Und diesmal nehmen wir Ferreira Carrasco, denn der hat auch überragende Werte. Und da er natürlich auch ein höheres Rating als Mares hat, nehmen wir den auch direkt in die Startelf und schauen uns den nächsten Spieler an. Wen bekommen wir hier? Wir bekommen Martial Inform. Der ist auf jeden Fall besser, wie ich finde, als dieser hier. Aguiretke. Ja, geiler Name auf jeden Fall, muss man schon sagen. Martial kommt leider nicht in die Startformation, da er nur ein 79er Rating hat. Wir schauen uns aber direkt den nächsten Spieler an und da bekommen wir Payet Inform. Der ist auf jeden Fall auch nicht schlecht und da er Inform ist, kommt er natürlich auch direkt in die Startelf. 5 Spieler haben wir noch zur Verfügung und wir sehen uns den nächsten Spieler an. Insigne wäre natürlich nicht schlecht, aber im linken Mittelfeld haben wir schon Spieler, aber im rechten Mittelfeld haben wir eigentlich auch schon welche und deswegen nehmen wir Insigne.
Der nächste Spieler wird Hulk Inform, Cristiano Ronaldo Inform. Oh mein Gott, ich würde sagen, wir nehmen Ronaldo Inform. Denn ja, ihr meint ja immer, Ronaldo sollen wir nicht immer nehmen, das gefällt euch nicht so gut. Aber mit Ronaldo kann man natürlich Spiele entscheiden und deswegen baue ich den direkt ins Squad ein. Ronaldo hat ein höheres Rating als Wijnaldum und kommt deswegen auch direkt in die Startelf rein. Und wir sehen uns den nächsten Spieler an und wir bekommen Fischer Inform. Ist auf jeden Fall auch keine schlechte Karte mit leider nur 3 Sternen Skills. Wir schauen uns direkt die letzten 2 Spieler an und hoffen nochmal auf eine richtig kranke Informkarte. Wir bekommen hier Coit. Das ist leider nicht so überragend, das gebe ich ganz ehrlich zu. Und dann schauen wir uns den letzten Spieler an. Hier bekommen wir keine Informkarte, nehmen Lavezzi und schauen einfach mal, was ich hier noch am Team verändern kann. Und ich habe mich jetzt einfach dazu entschlossen, die Mannschaft so zu lassen, wie sie ist. Wir haben jetzt einfach bei den normalen Karten die höchstbewerteten Spieler reingegeben und sonst einfach nur Informs. Ich habe jetzt noch versucht, ein bisschen die Chemie zu erhöhen. Wir kommen auf eine 61er Chemie und auf eine 82er Bewertung. Das ist auf jeden Fall nicht allzu schlecht. Man könnte jetzt natürlich noch schauen, dass man die Spieler hier so sozusagen einbaut, dass man sozusagen die beste Chemie bekommt. Aber ich spiele heute einfach mit den höchstbewertetsten und special-cardigsten Playern und deswegen ist das auf jeden Fall auch keine schlechte Sache. Das war zwar kein richtiger deutscher Satz, das ist mir aber gerade egal. Wir werden heute ein Spiel bestreiten und wir starten jetzt direkt rein ins Game. Den Manager habe ich natürlich auch noch vergessen zu wählen und hier würde ich sagen, nehmen wir Mourinho. Und hier sehen wir dann direkt das Team, das sich unser Gegner zusammengebastelt hat. Er hat auf jeden Fall auch 2 Special Cuts, Neymar und Aubameyang. Das Team sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Eine 90er Chemie hat er hier zusammengebracht und dann starten wir direkt rein ins Game. Jetzt kommt der Gegner gleich mal in der ersten Minute zum Angriff, beziehungsweise in der zweiten Minute und macht hier direkt das Tor. Was ist denn da los? Die schöne Flanke von Douglas Costa und dann macht Kramer den Ball einfach eiskalt rein. Schön gemacht von Aubameyang und jetzt spielt einfach mal eine schöne Kombination. Oh mein Gott, war das eine krasse Parade. Nein, oh mein Gott, war das unnötig. Das war sowas von unnötig von mir. Und das gibt zu Recht den Elfmeter für den Gegner. Und es läuft erst die 11. Minute. Zum Glück gibt es nur die gelbe Karte für Ronaldo. Das wäre jetzt echt extrem bitter gewesen, wenn der jetzt auch noch die rote dafür bekommen hätte. Hier könnte das Foul nochmals sehen oder auch nicht. Und jetzt schauen wir natürlich, dass wir diesen Ball auch parieren können. Denn das wäre echt, echt bitter, wenn wir jetzt hier direkt in der 12. Minute das 2:0 bekommen. Und den schießt er an den Pfosten und weg mit dem Ball. Jawohl, 1:0. So, und jetzt schickt den Aubameyang und Aubameyang ist natürlich schnell, ist jetzt an allen vorbei. Wir könnten sweaten, machen wir aber nicht und den macht er nicht rein. Dafür ist Dybala zur Stelle und macht den Ball zum 1:1 rein. Das war ein ganz, ganz wichtiges Tor. Jetzt fahren wir natürlich hier direkt den Konter über Dybala. Dreh nochmal ab und jetzt geht gerade und holt er den Ball nochmal. Sehr schön. Dybala kommt jetzt mit dem Chop rein und wieder raus. Und jetzt flankt den Ball in die Mitte. Dort steht Aubameyang, aber Neuer fängt ihn ab. Komm jetzt, Aubameyang liegt nochmal rüber und jetzt macht den Ball rein. Jawohl, es steht 2:1 für uns, kurz vor der Halbzeit. Und Dybala läuft sich frei und das war einfach ein kranker Pass. Ich glaube, Pjanic weiß, wir könnten sweaten, wir lupfen, aber lieber und der Ball geht nicht rein. Aubameyang ist aber zur Stelle und macht ihn nicht. Oh mein Gott. Und es gibt keinen Eckball, der Ball war nicht abgefälscht und Aubameyang vergibt ihn einfach. Und da haben wir dann auch schon die Halbzeit und es steht 2:1 für uns. Und das ist auf jeden Fall keine schlechte Ausgangsposition für die zweite Halbzeit. Und die Statistik sagt auf jeden Fall nicht allzu viel aus. Es ist eigentlich ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, das muss man schon sagen. Und wir sehen uns in Halbzeit Nummer 2. Schön gemacht von Pjanic. Komm jetzt mit ein paar Ballrollen in die Mitte und den Ball, den hast du noch. Dreh nochmal um, geh nochmal rüber und jetzt zieh einfach mal ab, Pjanic. Der Ball wird abgefälscht. Oh mein Gott, was war das für ein kranker Freistoß von Alaba? Oh mein Gott, ich kann es gerade gar nicht glauben, aber Begovic kann so einen Ball auch ganz ehrlich halten. Aber Alaba hat den schon richtig krank gedreht und mit der Stange geht der Ball dann auch ins Tor. Und der steht leider wieder 2:2. Und wir werden jetzt auswechseln und zwar geben wir Dybala raus und Martial kommt für ihn ins Spiel. Und Mahrez oder Mahré geben wir dann auch noch ins Spiel rein und Carrasco geht raus. Oh mein Gott, was war das für ein kranker Pass auf Aubameyang? Und den hat er natürlich. Aubameyang geht einfach über außen und jetzt wieder über innen. Das ist einfach viel zu einfach, wie wir hier durchkommen. Aber dann verliert er den Ball wieder. Oh, sehr, sehr schöner Pass auf Aubameyang und der hat natürlich das Tempo. Dreht jetzt aber nochmal ab. Aubameyang legt ihn ganz runter. Dort steht Ronaldo mit dem Chop und mit dem Finesse, aber der geht nicht rein. Martial kommt leider auch nicht mehr an den Ball.
Aber wir fahren jetzt direkt den Konter über Mare. Mare geht hier einfach locker durch und dann spielt er ihn nochmal runter und bekommt den Ball gleich wieder. Mare mit 82 Tempo, komm, Job in die Mitte oder auch kein Job und den haut er fast rein. Oh mein Gott, richtig starke Aktion von Mare. Und da haben wir den Mare oder Mares oder wie man ihn auch immer aussprechen will, wieder am Ball. Das macht er richtig stark und wird gefoult. Elfmeter, Schiedsrichter, bitte, das war ein ganz klarer Elfmeter. Komm jetzt, Aubameyang, zeig einmal noch, was du drauf hast. Du bekommst den Ball. Aubameyang, bitte hau den Ball rein. Aubameyang zieht den Ball leider knapp übers Tor. Wir gehen jetzt nochmal auf sehr offensiv. Wir wollen das Ding in der normalen Spielzeit entscheiden. Aubameyang ist schon wieder am Ball, aber verliert ihn gleich wieder. Dafür haben wir aber hier einen anderen Spieler. Ich kann hier gar nicht richtig kommentieren. Wir haben jetzt Pjanic. Pjanic, oh mein Gott, war das krank gemacht. Jetzt bring die Flanke und jetzt hau ihn rein. Oh mein Gott, wie kann man den Ball nicht im Tor versenken? Ja, Freunde, die reguläre Spielzeit ist vorbei und das heißt, wir müssen in die Verlängerung. Und wir werden jetzt nochmal wechseln und zwar bringen wir Insigne und zwar für Pjanic. Der macht keine schlechte Partie oder doch für Payet. Nein, wir bringen ihn für Payet. Payet ist da doch eher der Offensivere und Insigne kann auf jeden Fall auch im ZDM spielen. Komm, schick ihn durch. Das war, denke ich, abseits leider. Aber Aubameyang macht den Ball oder auch Martial. Ich weiß gar nicht, wer es war, aber es war sowieso abseits. Ja, Freunde, die Halbzeit der Verlängerung ist jetzt auch schon angebrochen und wir sehen uns in den letzten 15 Minuten. Ronaldo, Spin in die Mitte. Ronaldo, schöner Spin in die Mitte. Und jetzt mit dem Berbatov-Spin oder was das auch immer war, es gibt Eckball. Komm, jetzt haben wir hier Aubameyang mit der schönen Täuschung und den macht er nicht rein. Oh mein Gott, ich habe mit einem Tor gerechnet. Komm jetzt, Pjanic, zieh noch einmal ab. Pjanic, und schon wieder ist es die Latte, die uns vom Tor abhält. Schade, schade, schade. Ja, Freunde, die Partie ist vorbei und das heißt eben, wir müssen ins Elfmeterschießen. Insigne tritt gleich mal den ersten Elfmeter, hau ihn rechts oben rein oder auch in die Mitte, ist mir egal. Hauptsache 1:0. Und den nächsten Elfmeter, den tritt Kischner mit der Nummer 14. Macht er den Ball rein, das wird ein Lupfer in die Mitte, doch nicht, schade. Und dann treten wir gleich mal den nächsten Elfmeter. Er steht 1:1, Mares haut den Ball jetzt bitte links oben in den Winkel, Neuer hält den Ball. Aber der war auch nicht so gut getreten, das muss ich ganz ehrlich so sagen. Jetzt hat er hier Martinez am Start. Und den müssen wir auf jeden Fall parieren und den schießt er eiskalt in die Mitte. Das hat er nicht schlecht gemacht. Jetzt kommt hier Martel und den haust jetzt bitte einfach rechts oben rein. Bitte geh rein. Neuer macht einfach eine krasse Parade. Ich weiß nicht, ob man eine Parade machen kann, aber er hat den Ball auf jeden Fall richtig krank gehalten. Und Begovic kommt nicht an den Ball. Oh mein Gott, was war das? Ach du Kacke, wir sind 2 Elfmeter hinten und unser Aubameyang muss den Ball jetzt einfach links oben im Tor versenken. Den hält er wieder. Was soll ich da machen, Jungs? Was soll ich da machen? Neuer spekuliert und hält den Ball einfach immer wieder. Ach du Kacke, da kann ich einfach nicht viel machen. Was soll ich tun? Ich habe den Elfmeter gut geschossen, er ist aufs Tor gekommen und trotzdem hält Neuer den Ball. Er hat einfach spekuliert und den Ball gehalten und somit sind wir leider nach der ersten Runde draußen. Das ist ziemlich bitter, aber man kann da auf jeden Fall nicht viel machen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr lasst mir einen Daumen nach oben da für mehr bei First Special Cards. Was rede ich da eigentlich? Für mehr Draft First Special Card oder beziehungsweise Draft Special Card. Foot Draft Special Card, so kann man das sagen. Jetzt haben wir es auch geschafft. Und ja, leider sind wir rausgeflogen. Mich würde es trotzdem freuen, wenn wir vielleicht 100 Daumen nach oben für mehr schaffen. Und dann verabschiede ich mich, bedanke mich wirklich fürs Zusehen und sage auch schon immer: Ciao Leute, FIFA Stars. Und bevor jetzt alle sagen, ich habe vergessen die Packs zu öffnen, öffne ich jetzt auch noch die Packs. Wir haben 2 normale Goldsets bekommen, das ist auf jeden Fall nicht gut. Und ein Silberset, ich habe hier noch sehr, sehr viele andere Packs, denn ich werde mal wieder ein Pack-Opening aus den Foot Draft Packs machen. Und dann würde ich sagen, öffnen wir einfach direkt das erste Pack mit Messi. Mit ein bisschen Glück könnte hier aber trotzdem eine geile Karte drinnen sein. Das darf man nie vergessen, aber wenn sie non-rare ist, dann ist sie nicht gut. Hier haben wir den Carrasco Impact, den hatten wir ja auch im Team drinnen als Inform-Karte, die geht sogar für ein bisschen was und den können wir auf jeden Fall reinstellen. Als zweites Pack öffnen wir einfach dieses Silberset, ich denke es war das, das wir bekommen haben. Chris Moyes auf dem Cover, vielleicht ein Agbonlau, aber wir bekommen nur Samuelsen. Und dann öffnen wir auch schon das allerletzte Pack mit Griezmann auf dem Cover und ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen. Und ja, dann schauen wir uns hier das letzte Pack an. Hier bekommen wir leider nur Bueno. Und ich hoffe, es hat dir gefallen und dann verabschiede ich mich. Bedanke mich nochmal fürs Zusehen und sage auch schon immer, ciao Leute, FIFA Stars.